Leute, ich muss euch was Furchtbares erzählen. Nein, das ist nicht furchtbar. Wir sehen uns jetzt dann 2 Tage mindestens und wahrscheinlich 3 Tage nicht. Kalle und ich sind am Wochenende in Bremen. Und das heißt, ich streame dieses Wochenende nicht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Und wenn ihr es mir übel nehmt, dann kann ich es nicht ändern. Also ich glaube, morgen schaffe ich es auch nicht zu streamen, weil ich ein paar Aufnahmen für YouTube machen muss und noch in den Laden ein paar Besorgungen machen. Das heißt, ich sehe mich, also wir sehen uns am Montag wieder. Aber wir sind halt, wir kommen am Montag in der Früh zurück, damit ich danach streamen kann. Aber es ist halt so, dass Kalle war ja Tanzlehrer. Ich weiß nicht, wie viele von euch das wissen, aber Kalle hat tatsächlich als Tanzlehrer gearbeitet für einen längeren Zeitraum. Und die Tanzschule, in der er gearbeitet hat, die hat ein Jubiläum und wir sind dort eingeladen. Und das ist halt in Bremen. Und wir haben, also ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, kein Scheiß. Ich habe sogar eine Visagistin quasi mir engagiert, die mir meine Haare schön macht und mich schminkt für den Samstag, damit ich mich richtig hübsch fühle. Und habe mir ein Ballkleid geholt und Kalle hat sich auch einen Anzug geholt. Und das heißt, wir verbringen unser Wochenende dort und wir sind morgen mit seinen Eltern essen. Und das heißt, ich streame dieses Wochenende nicht. Aber wir sehen uns dafür voraussichtlich nächstes Wochenende und sowieso ab Montag wieder jeden Tag. Hallo, der Tado. Einen guten Morgen. Was für einen Tanz hat er gelernt? Ich glaube, er hat Standardtänze gemacht. Dankeschön. Aber ich poste euch ein Foto von meinem Outfit. Hello. Von unseren Outfits. Whatever you need, warst du schon mit ihm tanzen? Nein, weil ich nicht tanzen kann. See you soon. Ich kann einfach überhaupt nicht tanzen. Wie alt bist du denn? Nehme ich dich mit? How can I help you? 22. Have a good day. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Als Näherin. Eine Näherin brauchen wir ja auch bald. Und ich glaube, wir müssten eigentlich noch einen Schlafplatz frei haben. Da. Im einfachen kleinen Haus. Wohnt nur Mistwin. How are you? Geil. Du ziehst zu Mistwin. Das ist das an der Schmiede. Das ist sogar perfekt. An der Schmiede ist sogar perfekt, wenn du als Näherin bei uns arbeitest. Dann bist du da in der Nähe von dem, wo du dann als Näherin worken wirst letztendlich. So, haben wir hier noch irgendwo jemanden, der was verkauft? Hier werden wir auf jeden Fall keinen Zwirn kriegen. Probieren wir es in Branitz. Ah, wobei, wisst ihr, welcher Ort Schafe hat? Von den ganzen Orten, hat einer von den Orten Schafe? Dankeschön, Kurt ist cool für den Prime-Sub übrigens und willkommen bei den Eumeln. Das heißt ja dann, dass Pia zur Dekoration mitkommt, auf jeden. Und zum Saufen. Ich bin der Alkoholschlot. Kann man da nicht die Leute fragen? Kann man? Ich hab's noch nie probiert. Hello. Wo finde ich? Bauernhoftiere, Händler, Bauernhoftiere, Schafe. In Baranica. Dankeschön für den Hinweis. Have a good day. Also einerseits an Sie und andererseits auch an den Chat, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man die Leute fragen kann. Dass ich mich einfach mit Menschen unterhalten kann. Good to know. Alles klar. Let's go. Hattest du schon mal Migräne mit Aura? Ich habe mir ein Migräne-Piercing stechen lassen, weil ich immer wieder mit chronischen Kopfschmerzen zu kämpfen hatte. Ich würde aber nicht so weit gehen, das Ganze als Migräne zu betiteln, weil Migräne, glaube ich, noch um einiges schlimmer ist als das, was ich hatte. Also so richtig Migräne mit allem drumherum, wo du wirklich gar nichts mehr hinbekommst in deinem Leben, habe ich Gott sei Dank nicht.
Ich hatte nur schwere Kopfschmerzen. Hallo Darkflix und hallo Ultimative. Guten Morgen an alle, einen wunderschönen. Lasst uns ein paar Messer craften, die wir dann verkaufen. Ein bisschen extra Geld auf dem Weg, das schadet nicht. Für unsere Hühner. Wobei ich das Gefühl habe, dass das mit den Hühnern heute wahrscheinlich wieder nichts wird. Mit Menschen unterhalten in Zeiten des Homeoffice, das kann nur ein Gerücht sein. Ich glaube, wir sind hier nicht in Zeiten des Homeoffices. Doch nicht. Okay, wir brauchen Stöcke und Steine. Viel mehr. Viel, viel mehr. Einfach alles sammeln, was wir auf dem Weg finden. Dachte eigentlich auch, dass ich Migräne habe. Kann schon immer noch gut sein, weil ich manchmal wirklich lange flach liege. Deshalb wurde noch einfach auch mal andere Schmerzmittel verschrieben bekommen. Kriegst auch noch vom Arzt und die sind halt so ein Gamechanger. Ja, also ich muss ehrlich sagen, Migräne empfinde ich persönlich als das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Oder lass es mich nochmal neuer formulieren. Ich glaube, Migräne ist der schlimmste Schmerz, den ich mir vorstellen kann. Ich habe ja zum Beispiel einen Verdacht auf Endometriose, die ja jetzt in letzter Zeit ein bisschen, also es ist in den letzten Jahren besser geworden, aber immer noch nicht gut. In der Pubertät war es ganz, ganz schlimm. Das sind ja auch chronische Schmerzen, die mindestens einmal im Monat auftreten. Aber ich finde, das unter Anführungszeichen Positive an Endometriose-Schmerzen ist halt, dass man sich halt noch ablenken kann. Also ich kann mich halt einwickeln mit warmer Wärmeflasche, Schmerzmittel nehmen und dann einfach Serien gucken. Und dann habe ich zumindest etwas, womit ich mich so beschallen kann. Und manchmal tut es auch zu viel weh, damit das funktioniert. Aber grundsätzlich ist es zumindest, ich kann zumindest was nebenbei laufen lassen. Migräne ist halt so beschissen, weil du halt einfach auch, du kannst ja nicht Fernsehen gucken, du kannst nicht Musik hören. Jegliches Licht ist zu viel, alles ist zu viel. Du kannst halt im Endeffekt nur liegen und darauf warten, dass es weggeht. Und das stelle ich mir halt noch so viel schlimmer vor, weil die Zeit ja noch viel langsamer vergeht, wenn du halt dich mit nichts ablenken kannst. Wie sonst? Cool. Oh Gott! The fuck? Okay. Der hatte nicht so wirklich Bock auf mich. Der hatte ja nicht so wirklich Bock auf mich. Gut, dann starten wir den Tag heute nochmal neu. Guten Morgen, meine Frau. Ach, jetzt habe ich die Dings auch nicht, ne? Ah, ich habe nicht zwischengespeichert. Ich muss öfter zwischenspeichern. Jetzt habe ich die Olle auch nicht. Aber wir wissen zumindest schon mal, dass wir darüber müssen. Für die Schafe. Ach du Scheiße, ey. Hier bitte. Ich bin... Schulden, Wettschulden sind Ehrenschulden. Also hier, take it. So ging es mir auch und ich war auch noch so klug und habe beim ersten Run mein Haus genau neben die gebaut. Lol. Hallo Sophos. Und Dankeschön. Wahrscheinlich so 14:30 um den rum Maximum. Ich werde dann abgeholt. Upsi. Ich habe mal gehört, Nierenkolik soll wohl der härteste Schmerz sein, den man haben kann. Also es klingt auf jeden Fall scheiße unangenehm. Es klingt auf jeden Fall ganz, ganz furchtbar. Ich will das nicht anzweifeln. Eine Lumbalpunktion. Okay, Schila schreibt,
Ein Denkanstoß an alle mit längeren, stärkeren Kopfschmerzen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, geht zum Arzt und lasst eine Lumbalpunktion machen. Ich habe ewig nach einer Diagnose für meine Schmerzen gesucht. Nach einer Lumbalpunktion habe ich endlich eine bekommen. Also merket, meine Freunde. An alle, die Probleme haben mit Migräne, lasst euch das durch den Kopf, durch den Kopf gehen, versteht ihr? Weil Kopfschmerzen. Okay, der war echt scheiße. Ich verstehe das. Ich nehme das zur Kenntnis, dass der echt schlecht war. Eine Bronzeaxt. Wer schon Kinder hat, kann es verstehen. Das ist wie Geburtsschmerzen ohne Wehenpause. Nein, 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 nicht schon wieder. Mann, ich tu doch nix. Bruder, ich stehe doch nur hier und sammle Pilze. Meine Fresse, ey. Ich bin doch nur hier am Pilze sammeln. Ich mach doch nix. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht verhungere. Oh, ich muss mal ganz kurz an. So, sorry, ich bin wieder da. Ich habe nur gerade ein Paket bekommen. Okay. Dankeschön, Title Squad übrigens, für die 100 Bits. Und Daichan für die 100 Bits. Dankeschön. Hallo, Freya. Also, ich lasse nie wieder eine Lumbalpunktion machen. Habe nicht rausbekommen, nur dass ich keinen Zeckenbiss hatte, was die Migräne verursacht. Und habe dazu einen fähigen Arzt bekommen, der nicht richtig stechen konnte. Ah, das klingt ekelhaft. Das klingt furchtbar. Das klingt furchtbar. Ich glaube, was diese Sachen angeht, das ist jetzt ein dummer Witz, aber da ist halt, also, da ist halt weniger schlimm, wenn ich als Streamerin scheiße bin, ne? Einen unfähigen Streamer zu haben, ist eine Sache. Einen unfähigen Arzt zu haben, ist eine andere. Es gibt einfach Berufe, da ist halt einfach beschissener, wenn du nicht gut bist. In deinem Beruf. Ganz hart gesagt. So, wir machen uns mal eben zwei Speere und jagen uns ein Vögelchen auf der Strecke, damit wir satt werden, weil wir hier so am Hungern sind die ganze Zeit. Haben wir hier vielleicht was? Nee. Bin ich noch richtig? Ah, nicht ganz, aber da vorne ist sicher gleich ein Weg. Oder ein Bach. Dann gehen wir dem Bach lang. Wir sind halt, wir müssen eigentlich hier lang. Ich habe eine Angst, dass wir hier gleich wieder in ein Wolfsgebiet laufen und ich gleich wieder tot bin. Lass mal speichern. Jawohl. Ach, scheiße, das wäre ein Vogel gewesen. Ich war mir nicht sicher, ob es ein Stein ist.
Kommt man drauf an, ob man sich als Streamer dann auch weiterhin anschauen muss. Das kann auch Folter sein. Well, true. Aber mir wäre zumindest noch nichts bekannt über eine Foltermethode, in der Leute dazu gezwungen werden, Twitch-Streams zu gucken. So. Bis jetzt kann man ja immer weggucken. Hallo, Hoppel, Hoppel, Häschen. Ich habe getroffen. Als ob. Ach, mir fehlt ein Messer. Das war doch nicht lucky, das war Skill. Jedes Mal, wenn ich höre, wie sehr manche Leute chronische Leiden haben, bin ich einfach erleichtert über jeden Tag, den ich schmerzfrei durch die Welt laufen kann. Fühle ich sehr. Fühle ich sehr. Sehr, sehr, sehr. Hallo Simon. Also ich habe halt mit Endo wahrscheinlich zu strugglen. Ich habe halt meine Diagnose noch nicht, weil das ein bisschen eine Herausforderung sein kann, jemanden zu finden, der dir eine ordentliche Diagnose bei sowas stellt. Aber ich habe es halt auch in einem so viel leichteren Ausmaß, als ich in meinem Umfeld halt auch mitbekommen habe. Deswegen, und ich bin auch einfach sehr dankbar, weil wahrscheinlich eine der mitbelastendsten Dinge an Endo ist ja, dass Frauen dann potenziell keine Kinder kriegen können. Und das ist ja, also das ist für mich halt Latte wie Hose. Geil, erstmal ein bisschen frisches Häschen braten. So. Ja, das war gut. Um hier zumindest so ein bisschen. Ein bisschen Essen zusammengesammelt zu haben. Und weiter geht es. Ich hoffe, diesmal sterbe ich nicht. Alter, wie viele Hasen hier auch sind. Scheiße. Dann war es vielleicht doch Glück, dass ich vorhin getroffen habe. Oh, und danke schön, Polly was hier. Für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön. Das ist sehr lieb. Dankeschön. Ganz viel Spaß hier weiterhin. Auch mit den ganzen Emotes. Und mit den Äumeln. Ein Stein. Zwei Stein. Ah, perfekt. Jetzt haben wir hier... Ja, man trifft mit dem Bogen auf jeden Fall leichter, aber ich habe meinen Bogen vergessen, tatsächlich. Ich hatte den weggepackt, weil ich am Craften war und ich nicht extra Gewicht durch die Gegend schleppen wollte und habe jetzt nicht dran gedacht. Hallo Jules und hallo Landelefant und hallo Wando. Hallo. Na, was geht? Nein, du bist nicht das, was ich möchte. Was verkaufst du mir? Hello there. Best goods in the valley. Nichts, was ich brauche. Ja, das sieht gut aus. Zeig mir deine Waren. Ja, wir wollen Leinengarn, das was wir gebraucht haben, oder? Chat. Es war, glaube ich, Leinengarn. Könnt ihr das nochmal für mich bestätigen? Nicht, dass ich in der Scheiße kaufe. Dankeschön, Nippon, für den Prime-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, okay. Das ist wie teuer? Wollen die mich verarschen? Warum ist Leinengarn so teuer? Fucking Wucher.
fucking Wucher, ey. Ich hab noch keine Näherei und gar nichts. Der Markt regelt das. Ah ja. Ah ja. Ist das so? Guten Morgen, Pusan. Gott, ich esse gerade Rosinchen und die sind richtig gut. Ach, da waren wir gerade vorher. Wir laufen falsch und müssen hier lang. Let's go. Hallo Garagentroll. Mögt ihr keine Rosinen? Gott, es tut mir so leid. Ich habe es eh schon ein paar Mal erklärt, aber ich erkläre es nochmal. Es tut mir leid, dass meine Nase die ganze Zeit so tröpfelt und rinnt. Ich muss momentan die ganze Zeit Nasenspray nutzen, wegen der OP immer noch. Und der Nasenspray, den ich reindrücke, damit meine Nase und meine Schleimhäute schön feucht bleiben, der tröpfelt leider auch stückchenweise wieder raus. Und deswegen sitze ich hier die ganze Zeit und bin am Schniefen und am quasi wegtupfen. Aber ich darf halt leider nicht klassisch Nase putzen noch. Und ich muss sprühen. Deswegen sieht das zwangsweise einfach so aus, als würde mir die ganze Zeit Nasenrotz aus der Nase naseln. Also ich persönlich mag Rosinen gar nicht. Die versauen mir auch immer zu Weihnachten den Stollen. Aus dem Ohr, ja. Der Nasenrotz, der aus dem Ohr rinnt. Wer kennt ihn nicht? Rosinen sind vergammelte Trauben. Wer ist das freiwillig? Okay, unpopular opinion. Ich finde Rosinen geiler als Trauben. Ich esse total gern Rosinen, aber Trauben brauche ich nicht zwangsweise in meinem Leben. Hallo Diok. Rosinen sind keine vergammelten Trauben. Nee, es sind getrocknete Trauben, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber der Chat hat Geschmack, ich sehe. Der Chat hat Geschmack, ich werde nicht gelüncht. Das macht mich glücklich. Okay. Wir wollen einen... Wo ist es? Einen Fischspeer herstellen. Dafür brauchen wir noch Holzstämme. Das machen wir. So. Stämme. Haben wir keine Stämme? Doch, wir haben Stämme. Wir tragen zu viel. Ich hunger auch gleich wieder. Was ein Bullshit. Ah, ich hatte den Dude auch eingerichtet. Den Werkzeug-Dude, und das hat das auch nicht gespeichert. Das muss ich auch eventuell jetzt noch gleich nochmal schnell neu machen. Du bist im Weg, Mann. Du bist im Weg. Lassen Sie mich durch. Okay, erstmal essen wir ein Stückchen. Ja, Food Poisoning, blibla blub. Fischspeer. Ich bin gespannt.
Man behauptet, dass Rosinen vergammelte Trauben sind, trinkt doch kein Wein. Wein ist auch so eine gute Sache, ne? Wein ist auch so eine gute Sache. Okay. Wir haben jetzt endlich Speere. Guten Morgen. Hallo Hühnerbesitzerin. Bin ich ja eben nicht, Lanira. Ich bin ja immer noch keine Hühnerbesitzerin. Ich habe gerade 350 Gold ausgegeben für Garn. Für dreckigen Garn. Einfach nur Garn. Es ist grausam. Diese Welt ist grausam. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige in dem Spiel bin, der keine Kohle hat. Ich bin einfach nur pleite die ganze Zeit. Das ist. Und immer wenn ich das Gefühl habe, langsam habe ich es im Griff, ploppt irgendwas Neues auf, was scheiße teuer ist. Also eigentlich ist das Spiel auch einfach nur ein systematischer, all diese Dinge kannst du dir nicht leisten Simulator. So könnte man es auch nennen. So. Verwaltung, genau. Wir wollten den Dude da erstmal einstellen für die Werkstatt right now. Und dann wollten wir bei der Werkstatt auch umplanen, weil das hat nicht gestimmt. Mehr. Genau. Von denen hatten wir, was hatten wir da vorhin gesagt? 25, glaube ich, zum Verkaufen. Von denen hatten wir auch gesagt 25. Und dann wollen wir 10% Holzschalen, 10% Holzteller, Holzbecher, Holzlöffel, Schopfkelle. So, genau. Das wollten wir haben. Und dann speichere ich nochmal, damit ich das nicht nochmal eingeben muss. Geil. Jetzt hast du auch einen Job. Machen wir nächste Woche, Mojo. Ich werde um 15 Uhr abgeholt. Alles klar, Digga. Ist noch irgendjemand schwanger? Nur meine Frau, immer noch nur meine Frau. Hallo Mr. Macaroni, einen wunderschönen. Ja, Mutti Twitch, nimmst du ab? Ja, steinigt mich, ich hasse Käse. And honestly, ich würde es lieben, wenn ich Käse hassen würde. Ich würde es absolut lieben, wenn ich Käse hassen würde. Warum fehlt denn immer noch Werkzeug? Haben wir nicht genug Messer? Stellen wir nicht genug Messer her? Brauchen wir noch mehr Messer? Gut. Und dann gehe ich schlafi machen. Ach, geht noch gar nicht. Danke fürs Putzen. Jetzt geht's. Wenn ich keinen Käse mögen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon vegan. So. Käse ist das Einzige, was ich wirklich vermisse.
Stock und Stein. Wir legen immer ein Messer rein und gucken, ob es daran liegt. Ohne Käse wüsste ich nicht mehr wirklich, was ich auf Brötchen und Brot essen sollte. Ohne Käse ist schon schwer so. Also es gibt ja mittlerweile immer mehr Käseersatzprodukte und die sind teilweise auch sehr, sehr geil. Aber so ganz weg von Käse habe ich es immer noch nicht geschafft. Also ich versuche ihn halt as good as possible zu ersetzen und halt nicht zu viel davon zu essen. Aber wenn ich Käse generell scheiße finden würde, Alter, das wäre... Mein Leben wäre so viel einfacher, was meine Ernährung angeht. Ja gut, auf Parmesan verzichte ich mittlerweile tatsächlich komplett. Also auf Parmesan, das hat geklappt, aber das lag auch einfach an der Überzeugung. Parmesan schmeckt halt mega, mega geil. Mega, mega geil und ich vermisse ihn auch. Aber ich will halt einfach nicht, dass Tiere sterben müssen für das, was ich esse. Das ist, da vergeht mir auch einfach der Appetit. Deswegen esse ich zum Beispiel gar keinen Parmesan mehr. Mein großes Kryptonit ist Cheddar. Cheddar, also der richtig schöne dunkelgelbe Cheddar, den esse ich halt beim Raclette immer. Das ist so das größte Kryptonit, das, womit ich am meisten kämpfe. Und Mozzarella, weil du den halt überall drauf hast, auch auf Pizza und überall. Ja, es ist ein bisschen mau mau. Gibt es Parmesan mit Labersatz? Kein offiziell zulässig, also keinen, der offiziell Parmesan heißt. Es gibt halt anderen Reibekäse, den man alternativ benutzen kann, aber es ist geschmacklich alles anders. Ich versuche im Moment von Fleischaufschnitt wegzukommen. Das würde im Moment nicht ohne Käse gehen. Hast du schon mal von Rügenwalder diese Ersatzprodukte probiert? Also ich finde, ich habe so Extrawurst und so eine Scheiße und Leberstreichwurst und all diese Dinge habe ich ultra gerne immer gegessen. Ultra, ultra gerne. Und ich finde, gerade diese Sachen sind so leicht zu ersetzen, weil ich schmecke gar keinen Unterschied. Wirklich gar keinen. Es klingt ultra gut. Ich kann leider bei dem veganen Käse-Dingsterbums da nicht dabei sein, weil wir in Bremen sind. So. Schauen wir mal, ob das jetzt geht, wenn ich dir hier die Steinmesser direkt reinlege. Machst du jetzt? Ja, Fischerhütte funktioniert jetzt. Dafür funktioniert Brunnen nicht mehr. Uns fehlen Eimer. Aber Eimer stellen wir mittlerweile automatisch her, ne? Glaube ich. Hatte ich eingetragen. Ja. Dann kriegt die da gleich einen neuen Eimer. Oh, das klingt auch krass, Meppo. Aber um ehrlich zu sein, würde ich schon reichen, wenn ich irgendwann vegetarisch sein werde. Hab auch mit Milch so meine Probleme, weil ich den Geschmack so gern mag. Mir wurde jetzt noch Not Milk von Alpro empfohlen, mal sehen, wie die schmeckt. Die haben wir zu Hause. Die haben wir zu Hause, die finde ich sehr, sehr gut. Fisch ist auch schwer. Also es gibt so Ersatzfischstäbchen, sowohl von Iglo direkt als auch von diversen anderen Marken. Und es ist halt, also ich finde, diese ganzen Ersatzfischstäbchen, die schmecken gut, aber sie schmecken halt nicht wie Fischstäbchen. Also du isst da irgendwas anderes. Du isst da vom Gefühl her auch kein Fischstäbchen. Aber das ist auch fein. Also ich komme damit trotzdem gut klar. Also das, wobei ich aber auch immer noch, also ich sage das ja auch ganz offen und ganz ehrlich und mir ist auch wichtig, dass die Leute das auch bei mir im Kopf behalten. Ich verzichte nicht zu 100% auf alles. Also ich bin ein... Fehlt uns Sachen? Uns fehlt Fleisch.
Also ich bin kein, ich esse gar kein Fleisch mehr und gar kein Fisch mehr, sondern ich bin halt ein, ich esse alle 5 Monate einmal Fisch-Mensch quasi. Ich habe es einfach aus meinem alltäglichen Essen entfernt. Aber ich bin sicher keine von den nie eine Ausnahme machen Menschen. Ich mache es einfach nur sehr, 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 sehr selten. Tollkirsche. Ach, das ist ein Kraut. I see. Was aber richtig, richtig geil ist. Also was richtig, richtig geil ist, wenn wir gerade darüber reden. Was richtig, richtig geil ist, sind die von Rügenwalder, die... Boah, ich hab schon wieder vergessen, wie es heißt. Nicht Schnitzel, sondern Cordon Bleu. Dankeschön. Das Rügenwalder Cordon Bleu. Das ist komplett vegan sogar. Also da ist auch eine Ersatzkäseschmelze drinnen. Und das ist der geilste Scheiß ever. Ich mochte Cordon Bleu nie so extrem gerne, als ich noch Fleisch gegessen habe. Aber jetzt dieses vegane Cordon Bleu, da könnte ich mich drin baden. Das könnte ich jeden Tag essen. Das könnte ich einfach jeden Tag essen, durchgehend, dauernd. Ich brauche eigentlich nichts anderes mehr.